Eine Ausbildung machen, in eine eigene Wohnung ziehen, Freunde treffen, wann und wo man möchte, für die meisten von uns eine Selbstverständlichkeit. Für Menschen mit einer Beeinträchtigung ist das oft nicht so einfach. In Wien werden auf der Zero Project Konferenz derzeit innovative Projekte vorgestellt, die genau das ermöglichen sollen. Meine Kollegin Konstanze Ertl hat dort eine Behindertenaktivistin aus Deutschland getroffen. Sie wirken wie gute Freundinnen, könnten vielleicht sogar als Schwestern durchgehen. Doch die beiden sind Arbeitgeberin und persönliche Assistentin. Hallo? Corinna Zolle braucht Vita Suttner, um ein selbstbestimmtes Leben führen zu können. Nur dadurch, dass ich die Assistenz habe, kann ich eben machen, was ich tue, was ich machen will. Also sie ersetzt mir sozusagen meine Hände und Füße, weil ich ja außer Kopf eigentlich nicht mehr viel bewegen kann. Durchs Biologiestudium in Mainz hat sich Corinna Zolle noch mit der Unterstützung von ständig wechselnden Zivildienern durchschlagen müssen. Während dem Studium habe ich noch bei meinen Eltern gewohnt, auch aufgrund der Tatsache, dass ich halt wirklich nur die Zivildienstleistenden, die jungen Männer hatte. Und dann hat die pflegerische Tätigkeit, das hat dann eher meine Mutter gemacht. Seit sie ihre erste weibliche Assistentin genehmigt bekommen hat, wohnt Corinna Zolle in ihrer eigenen Wohnung. Ihre Assistentinnen sucht sie sich selber aus. Sie sind direkt bei ihr angestellt. Wichtig ist auf jeden Fall, klar, das Zwischenmenschliche muss stimmen. Ich könnte das jetzt nicht mit irgendjemand machen, mit dem ich mich nicht verstehe. Damit würde ich da würde ich verrückt werden, wenn ich den ganzen Tag jemanden um mich hätte, den ich überhaupt nicht ausstehen kann. Das sieht ihre Assistentin genauso. Klar ist für sie aber auch, Corinna Zolle ist die Chefin in ihrem eigenen Leben. Ja, natürlich. Ja, klar. Das ist auch dafür, auch die persönliche Assistenz ist da, dass sie auch das machen kann und was sie machen möchte. Und nicht, dass ich dann jetzt bestimme oder sage, jetzt machst du das und das. Das geht überhaupt nicht. Dass auch behinderte Menschen ein Recht auf ein eigenständiges Leben haben, sei bei vielen noch nicht angekommen, glaubt Corinna Zolle. Ich denke, die Gesellschaft hat das Bewusstsein bei weitem noch nicht erreicht, dass ein Mensch mit Behinderung die gleichen Rechte, die gleichen Menschenrechte hat und eben auch seine eigenen Entscheidungen treffen kann, auch wenn sie vielleicht mal falsch sind. Zum Beispiel in Online-Kursen informiert sie andere behinderte Menschen, wie die Anstellung eines persönlichen Assistenten funktioniert. Viele würden sich das zuerst einmal nämlich nicht zutrauen. Persönliches Budget zur Durchführung eines Arbeitgebermodells der persönlichen Assistenz. Punkt. Wir kriegen oft gesagt, das könnt ihr nicht und das geht nicht und lasst es bleiben. Etwas, womit sie sich nie abgefunden hat. Bei der Zero Project Konferenz in der UNO City in Wien wird sie für ihr Engagement ausgezeichnet.